Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir schreiben das Jahr 1580. Wir sind in La Nouvelle-France bei Samuel de Champlain. Und ich habe einen neuen Plan oder eine Verfeinerung. Hier oben kommt ja unsere Fischereischule hin. Und ich habe mir überlegt, dass wir in Quebec eine Schule für Bauern entwickeln. Und ich will nämlich als nächstes hier mehr Bauern besorgen. Wir haben, glaube ich, noch keinen einzigen Bauern. Und deshalb werden wir hier diesen Bau noch mal ein bisschen verschieben der Stadthalle. Ist jetzt auch nicht, nämlich nicht so dringend. Und vorher ist erstmal die Schule bauen, die nur 13 Runden braucht. Gut, das ist das. Du sollst hier weiter verteidigen, bitte. Und mehr ist dann nicht zu tun. Wir beenden die Runde. Und erstmals ist tatsächlich ein neuer Siedler hier aus unseren Kolonien selbst erwachsen, glaube ich. Das ist schon ein besonderer Moment. Und aus diesem Grund werden wir ihn auch zu... Wir werden seinen Beruf wechseln und ihn zu einem Missionar machen. Denn es wird mal wieder Zeit, denke ich. Wir werden hier unten hingehen. Zu den... Ich glaube, es sind die Inkas, ne? Sind relativ nah bei. So, unser kühner Pionier ist hier angekommen. Sehr gut. Der soll bitte hier einen Bauernhof bauen, damit das Wachstum hier noch weiter beschleunigen. Auch das gefällt mir. Und dann machen wir weiter. Die Waffenkammer ist jetzt in Montreal gebaut. Wir können jetzt die Siedlung untersuchen. Also, wir könnten jetzt als erstes zum ersten Mal eine eigene Einheit bauen, nämlich eine Artilleriegarnison. Ich habe mir überlegt, wir haben ja hier wenig Nahrung. Wir werden, glaube ich, das so machen, dass wenn wir hier... Wir werden immer im Wechsel, glaube ich, hier Eisenwaren und Schusswaffen herstellen. Im Moment haben wir natürlich noch nicht ausreichend Eisenwaren für die entsprechende Zahl von Schusswaffen. Deswegen bleibt das jetzt so. Ich frage mich aber, was wir als nächstes hier bauen sollen. Ja, im Prinzip alles andere benötigen wir im Moment hier nicht, weil wir das nicht ernähren können. Deswegen macht es keinen Sinn, jetzt hier noch eine Schule oder so zu bauen. Wir können die Leute dann, die zur Schule gehen, nicht ernähren. Obwohl, wenn irgendwas Sinn macht, dann vielleicht noch eine Schule. Vielleicht. Oder wir beginnen mit dem Bau von Artilleriegarnisonen. Ja, ich glaube, eine Schule macht deshalb noch Sinn, weil wir vielleicht für eine gewisse Zeit jemanden ausbilden können. Zum Beispiel zum Eisenminen. Naja, nee, hier kommt ja der erfahrene Silberminenarbeiter. Das ist ja so eine Sache. Wobei, wir haben ja nirgendwo mehr eine Silbermine. Ach, ist alles ein bisschen verflixt. Aber wir lassen uns mal die Option offen. Wir bauen mal die Schule. Wobei ich den dann eigentlich ja jetzt wegnehmen müsste. Dann können wir bauen wir nur ganz langsam. Wir fangen mal an. Aber der kommt raus. Wir wollen jetzt nicht weiter hier unsere Nahrung aufbrauchen. Deswegen... Oh, was haben wir jetzt? Erdstöße haben zum Einsturz einer Mine bei Quebec geführt. Nein! Viele Bergarbeiter kamen ums Leben. Der Herr sei ihren Seelen gnädigt. So. Also, die Mine sichern... Für 80 Gold. Oder 40 nur hinschicken, die Mine zerstören. Oder minus 1 dauerhaft an Eisen auf dem Geländefeld. Das kommt nicht in Frage. Die 80 haben wir doch überhaupt kein Problem. Okay, damit ist sie, glaube ich, jetzt nicht zerstört, sondern geblieben, ne? Gut. Die Santi haben eine Mission niedergebrannt und den Missionar in die Flammen geworfen. Das kann uns auch passieren. Okay, bei einem tragischen Unfall kamen viele ums Leben. Jetzt bin ich ganz sicher, ist die Mine jetzt... Ist der Minenarbeiter... Nein, der Minenarbeiter ist gestorben. Oh mein Gott. Das ist... Oder? Nee, er kann da weiterarbeiten. Er hatte nur kurz... Nein, wir haben ihn selber weggesetzt. Jetzt habe ich jetzt einen Schreck bekommen. Wir hatten ihn neulich weggesetzt. Ich erinnere mich sehr gut daran. Weil wir hier noch weiter Holz produzieren wollten und genug Eisen hatten. Damit machen wir auch erstmal weiter. Schreck, lass nach.
Gut, den Konvertierten, den bringen wir hier unten zu unserer Nahrungstruppe. Oder wir bringen ihn. Ich habe eine bessere Idee. Nee, oder wir bringen ihn hier unten hin und machen ihn zum erfahrenen Bauern. Ja, ist ein langer Weg, aber ich glaube, das machen wir dann lieber. Gut, damit stagniert die Siedlung, aber sie schrumpft nicht mehr. Es gibt keinen Nahrungsmangel mehr, was anständig ist. Wehrhaft. Ihr wiegt die Muskete in euren Händen, zieht den Ladestock hervor, befühlt die Zündpfanne, riecht am Schwarzpulverbeutel. Ihr nickt befriedigt. Dieses Probestück ist so gut wie die Waffen aus der Heimat. Diese erste Muskete, die hier in der neuen Welt gefertigt wurde, in eurer ersten Waffenkammer. Na dann. Sehr schön. Hier sind die friesischen Reiter gebaut. Und ich würde sagen, wir setzen hier mit dem Lagerhaus fort. Ja. Ungeziefer ist in den Getreidespeichern von Montreal gelandet. Oh nein, gerade dort, wo es wenig Nahrung ist. Alle dort gelagerten Nahrungsvorräte sind verdorben. Das kann doch nicht wahr sein. Oder wir nehmen Gold und es sind nur minus 10%. Eine furchtbare Sache. Nehmt etwas Gold und rüstet eine Wagenfuhre aus, ihnen Korn und Linsen zu bringen. Ja, also ich muss sagen, bei diesen Events, die sind sehr hübsch, finde ich. Aber 20 Gold tut doch irgendwie gar nicht weh oder so. Da braucht man nicht wirklich nachdenken, habe ich das Gefühl. So, wir verdienen wieder. Wir verkaufen alle Güter. Haben 2600. Und ich werde auf jeden Fall den Meisterzimmermann beschleunigen. Noch einen Meisterpelzhändler brauchen wir nicht. Aber ich hatte gesagt, ich würde gerne einen erfahrenen Bauern holen. Und eigentlich noch einen Meisterschmied. Hauen wir unser Geld raus, Leute. Hauen wir unser Geld raus. Sie sollen alle nach Hause kommen und dann nach Quebec. Comme vous voulez. Genau. Das ist das Ziel. Okay. Was haben wir? Was haben wir? Unsere erste Waffenkammer ist gebaut, ja. Da geht mal wieder was verloren. Okay, das sind die alten Events. Da gibt es nichts Neues in der Hinsicht. Hier bewegen sich die Leute. Die Inka sind aber sehr aktiv in unserer Gegend. Und endlich ist dort das Lagerhaus gebaut, meine Herren. So, was machen wir denn jetzt in der Siedlung? Gucken wir uns die überhaupt mal an. Minus eins. Hier ist auch Hungersnot. Aber das wird sich gleich ändern, weil jetzt gleich der Fisherman kommt. Der produziert hier Holz. Das ist okay. Hier warten wir auf den Fisherman. Deswegen werden wir, ja, ich denke durchaus eine Stadthalle bauen. Ja. So, und sie schenken uns drei Pelze nach Port-au-Prince, die Inkas. Sehr schön. Danke. Wir werden. Ah, er kommt schon. Sehr gut. Warum geht denn immer noch was verloren? Wir haben doch jetzt den Lagerraum. Naja, wie auch immer. Wo ist das Schiff jetzt hin, sagt mal? Hier. Das soll ausgeladen werden, Leute. Raus mit euch. So, und der Fischer, der kommt jetzt hier hin. Sorgt dafür. Warum haben wir immer noch Hungersnot? Ah ja. Jetzt wollte ich nämlich gern den in die Schule schicken, dass er nämlich Fischer lernt. Aber die, klar, jetzt haben wir einen zu viel nach wie vor hier. Deshalb müssen wir, glaube ich, den Offizier. Tja, wie lange dauert das mit dem Fischer? Ach nee, wartet mal. Der Bürger, der ist zu viel jetzt drin. Der soll ja weiterziehen. Wartet mal, wie werfen wir den aus der Stadt raus? Doppelklick? Wartet mal. Komme ich an den ran? Aber der ist, glaube ich, noch, zählt noch gar nicht für die. Den wollen wir hier hinbringen. Genau. Und die andere Artilleriegarnison bringen wir auch hier hin, weil wir hier noch den Offizier haben. So, die Hungersnot besteht hier immer noch. Tja, wir könnten auch den Zimmermann wegnehmen.
Ich bringe den Offizier nach draußen. Der wird zum Miliz. Und der Zimmermann muss dann erstmal selber Holzfäller sein. So ist es besser. Jetzt haben wir wieder steigende Getreide dort. Sehr gut. Bitte verteidigen. Hervorragend. So, 1584. Die Dinge laufen. Ist das Schiff eigentlich... Nee, das Schiff ist ja jetzt da angekommen. Ja, da müssen wir überlegen, was wir damit jetzt machen. Wir haben jetzt im Prinzip die Schätze rüber transportiert und eigentlich ein Schiff zu viel. Das kann aber vielleicht dort erstmal bleiben, bis wir es brauchen. Eine Frage der Planung. Erstaunt hebt der Verwalter den Kopf. Wo sollen wir das Bauholz lagern, mein Herr? Wiederholt der Fuhrmann seine Frage. Na wo wohl, guter Mann? Das frage ich euch. Es sind immerhin 50 Klafter. 8 Planwagen karten ihn in unserem Tross heran. Wenn wir das abladen, versperrt der Stapel rasch die Hauptstraße dieses Dorfes. Nun, lächelt der Verwalter darob, dann schafft ihr doch in die Lagerhalle, die wir mit eurer letzten Lieferung gebaut haben. Okay. Viele Lagerhallen heißt das Event gewissermaßen. Es gibt Gerüchte, portugiesische Häscher hätten einen böse beleumdeten Kerl ergriffen, der an den Ort schon seit langem besucht wird. Mhm. Interessant. Ja, was machen wir jetzt mit der Floyd? Im Moment habe ich keinen Plan. Sie könnte natürlich immer direkt hier die Pelze holen. Das wäre eine Möglichkeit, weil obwohl das Schiff ist eigentlich voll beladen, das kann da immer problemlos auch mit ran. Aber sparen wir uns eine Fahrt ist aber auch Mist, ne. Ich lasse sie mal da liegen einfach. Wir erinnern uns daran, dass wir noch ein schönes Schiff haben. Ne, wir lassen sie draußen liegen. Und spionieren die Engländer damit ein bisschen aus. Ausruhen trotzdem. Gut. Okay. Was ist jetzt zu tun? Ah, der Silberschürfer, genau. Oh ja, jetzt wird's auch nett. Jetzt können wir den zum Einsatz bringen. Ha, 6-mal Silber, hervorragend. So, den wiederum können wir jetzt nicht mehr hier ernähren. Den schicken wir raus als Siedler. Und jetzt ist die Frage, wohin? Auch hier würde ich sagen, der kommt jetzt nach Port-au-Prince und arbeitet da einfach. Ganz normal. Weiter. Ja. Das mit den Fischern kommt hier nach und nach. Das ist okay. Gut. Prima. Ihr verteidigt weiter. Sehr schön. So. In Trois-Rivières haben wir kein... Oh, verdammt. Wir haben hier wahrscheinlich nicht umgestellt. Ja, gut, dass ihr mir Bescheid gegeben habt. Ist aber nicht so schlimm. Dafür hat man ja die Nachrichten. Dann wird jetzt erst wieder richtig produziert. Ist halt so. Lagerhaus wird da ja auch bald gebaut. Hier ist das Feld fertig. Ja, und jetzt frage ich mich gerade... Jetzt kommen wir schon der nächste. Ich würde sagen, wir bauen auch gleich das nächste Feld dann. Hier hinten hin. Mhm. Sehr schön. So, die Galeere ist da. Was machen wir mit den Leuten? Der Meisterzimmermann soll bitte hier in die Stadt dann auch Zimmermann werden. Der Meisterschmied ebenfalls, wenn wir den ernähren können. Der erfahrene Bauer auch. Oh, alle hierhin, Leute. Die wird voll, die Stadt. Mal gucken, ob das so stimmt. Also wir haben der konvertierte Ureinwohner, der kann eigentlich hier erstmal raus. Der Bauer muss hier oben hin als Bauer arbeiten. Plus 8. Einer von denen kann jetzt hier hin und wird Fischer. Sehr gut. Jetzt haben wir plus 4. Ah, das ist ja alles sehr schön. Okay. Dann sollten wir mal langsam wieder anfangen, hier zu produzieren. Dann kommt jetzt dieser freie Kolonist und fängt jetzt an, wieder Stoffe zu produzieren. Endlich. Okay. Der Zimmermann baut schnell die Schule fertig. Dann können wir hier den zum Fischer machen.
beziehungsweise den, solange kann der ruhig von mir aus als Prediger arbeiten. Ist doch okay, oder? Kann der was anderes machen? Eisen, minus 6. Der könnte eigentlich... Ach, wartet mal. Anders. Holz. Der wird jetzt wieder in die Eisenmine geschickt. Und der produziert Holz. So, dann kommen wir auch mit der Produktion... mit der hohen Produktion des Zimmermanns hinterher. Ja, das sieht ja richtig gut aus, würde ich mal sagen. Und trotzdem noch plus 4 Nahrung. Also die Hauptstadt macht sich jetzt wirklich langsam. Das gefällt mir. So, das heißt, wir können aber auch wieder Güter zurücktransportieren. 34 Silber. Was haben wir noch? Die Baumwolle. Wir brauchen einen Weber. Das ist wirklich das Nächste, was wir uns mal leisten sollten. Einen guten Weber. Tabak haben wir auch viel zu viel. Stoff wollen wir woanders verkaufen. Ja, dann nehmen wir mal Zigarren und Rum mit. Ja, Eisenwaren nehmen auch zu. Das gefällt mir. Ja, sehr gut. Das Schiff fährt dann wie gewohnt dorthin. Holt sich da noch die Pelze, die bis dorthin noch da sind. Hervorragend. So, wir haben hier einen neuen Mann. Dann ist irgendwo ein Feuer ausgebrochen. So, und jetzt will ich ein bisschen überlegen. Wo bringen wir den hin? Also in den Städten haben wir eigentlich im Moment keinen Platz dafür. Also hier hätten wir noch ein bisschen was, aber das brauchen wir dann eher für Experten hier noch. Andererseits, wir wollten hier jemanden schulen. Wann wird die Schule fertig gebaut? In 3 Runden. Das könnte eigentlich unser erster Schüler werden, den wir dann zum Fischer machen. Oder zum Bauern. Zum Bauern wollten wir, glaube ich. Wir wollten hier Bauern ausbilden. Ja, dann machen wir das so. Der kommt dorthin. Okay. Er ist jetzt wo angekommen? Er wollte genau 88%. Oh, jetzt wird es interessant. Jetzt, weil es ein normaler Siedler ist und kein Jesuitenmissionar, ist das jetzt keine so klare Sache, dass das auch klappt. Wenn es nicht klappt, werden die Inkas allerdings ein Stück weit sauer. Drückt mal die Daumen. Ja, sehr gut, hervorragend, sehr schön. Jetzt kriegen wir auch von hier Leute. Wunderbar. Läuft ja. So. Der Silberpreis ist gefallen, das ist nicht gut für uns. Das ist nicht gut für uns. Wir verkaufen vermutlich zu viel. So, hier wird jetzt der nächste Bauernhof errichtet. Hier wollten wir nochmal reinschauen, um noch ein bisschen Pelzwaren mitzunehmen. Ja, wir haben ja hier so viel Eisen, ne? Was machen wir damit? Das müssen wir irgendwann mal woanders hinbringen. Okay. Gut. Also dann ab nach Europa. Ach, schaut mal, du fährst von dort. Ah, hier ist ein schnellerer Weg nach Europa da auch noch da. Sehr gut. So, das Gemeindehaus ist gebaut. Wir bauen hier einen Hafen, das ist ganz klar. Ohne da groß arbeiten zu müssen. So, da ist ein Vulkan ausgebrochen. Das interessiert uns Gott sei Dank nicht. Du sollst in die Stadt gehen. Und... genau. Warten, bis die Schule gebaut ist in einer Runde und dann stecken wir dich in die Schule. So war der Plan. Wann kommt hier eigentlich der nächste Einwohner? In 3 Runden, das ist auch gut. Oh, was geht denn hier ab, Leute? Wie bitte? Eure Einheit Karavelle hat sich erfolgreich gegen einen feindlichen Einheit Kaperfahrer gewehrt? Wir wurden angegriffen? Krass. Aber das war unsere Karavelle, das war unser Aufklärungsschiff. Oh Mann. Die hat an Erfahrung gewonnen, glaube ich. Ob sie dann auch gleich geheilt wird? Stärke oder Sichtweite und Fortbewegungsradius? Ja, ehrlich gesagt, hätten wir das früher gehabt, aber jetzt brauchen wir das, glaube ich, nicht. Vielleicht wäre jetzt Stärke ganz gut. Plus 10% ist allerdings auch harmlos, ne? Andererseits, als Aufklärungsschiff ist das vielleicht auch ganz gut. Machen wir mal Navigation.
Tatsächlich, sie wurde ein bisschen geheilt. Aber jetzt würde ich auf Nummer sicher gehen. Ich weiß gar nicht, wie heilt man die vermutlich in eigenem Gebiet? Nee, sie kann sich auch hier einfach verschanzen. 4 Runden. Da haben wir ein Glück gehabt, dass wir das überlebt haben. Wer mag das gewesen sein? Oh Mann, die Holländer bestimmt. Wer sonst? Wir verschanzen es. Gut. Okay, gehen wir nochmal eine Runde weiter. Was kreuzt er da rum? Ein Leben gegen das andere. Ein Windstoß fährt heran, so plötzlich, als habe jemand im Himmel ein Seufzer getan. Der Pulverrauch verfliegt. Ihr habt nun freie Sicht auf das Unglück des Feindes, das euer Glück ist. Das erste Gefecht ist gewonnen. Ihr nehmt euren breitkrempigen Hut ab und senkt dankbar das Haupt. Vater unser, sprecht ihr. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das war in der Tat das erste Gefecht. So, Leute, und wir können wieder verkaufen, was das Zeug hält. 1700. Gibt es hier was Interessantes? Brauchen wir mit Sicherheit nicht, Rumbrenner. Tja, Leute. Was? Holzfälle? Weiß nicht. Brauchen wir eigentlich nicht. Einen weiteren Schmied wäre ganz gut. 1200 könnten wir uns auch gerade so leisten. Oder halt diese Geschichte. Oder wartet mal, wir brauchen eigentlich einen Meisterweber. Ja, natürlich, wir brauchen in der Hauptstadt einen Meisterweber. Das ist es. Der muss her. Beladen. Eine Meisterweberin. Auf nach Quebec. So ist es. Sehr schön. Du gehst mal in den Ort. Und bist jetzt hier auch am Nahrung erzeugen. Schaut euch das mal an. Plus 14 Nahrung. Das wird so gut hier. Das wird so gut. Eine echte Freude. Tabak erzeugen wir hier nebenbei auch noch. Und zwar 4 Tabak. Da könnte man fast irgendwann doch hier noch irgendwas mit Tabak machen. Na, mal sehen. So. In Trois-Rivières ist der Lagerraum für Eisen. Ja, ausgeschöpft. Okay, aber da bauen wir gerade ein Lagerhaus. Das ist okay. Ja, gut, liebe Leute. Ich würde mal sagen, wir machen zum Abschluss mal eine Rundschau durch die Statistiken. Das ist, glaube ich, hier nicht so interessant. Chronik und so weiter. Stadtliste. Kurz mal einen Blick drauf werfen. Ja, wir sehen hier Nahrung. Port-au-Prince 14. Das ist der Hammer. Okay. Das wollte ich aber nicht gucken. Revolution. Ja, wir sehen zumindest, dass wir ein bisschen aufgerüstet haben. 5% ist es noch lange hin. Hatte ich das letzte Mal erwähnt, dass die natürlich nicht mit einem Mal kommen, wenn die hier kommen, die Expeditionsstreit macht, sondern in 4 Wellen. In der ersten Welle irgendwie 10%, also zum Beispiel 5 Söldner, 9 Infanteristen, 3 Kürassiere und so weiter. Und dann verteilt irgendwie in der zweiten Welle 20 und so weiter und so fort. Es wird also immer schlimmer. Auf jeden Fall wird es einen Riesenkrieg am Ende geben. So, Einheitenliste ist, glaube ich, nicht so interessant. Gründer, Väter, okay. Siegbedingungen. Ah ja, hier sehen wir unsere Gründerväter. Genau, nochmal deren Boni. Also der, auch wenn ich den nicht richtig so mehr ausgesucht hatte, sondern das war jetzt ein bisschen Zufall, gefällt er mir eigentlich ganz gut, muss ich mal sagen. Jetzt aber, die Statistik ist interessant. So, wie sieht's aus im Punktevergleich? Wir konnten unseren Vorsprung nicht ganz halten. Wir sind nicht letzter, ist George Washington, wie es aussieht. Die Holländer sind vorne, gefolgt von den Spaniern. Nee. Doch, das Gelbe sind die Spanier, ne? Das Gelbe sind die Spanier, das andere sind die Portugiesen. Ah, okay. So sieht's aus. So, dann gucken wir mal Werte im Vergleich. Unsere Goldreserven sind schwach. Unsere Produktion ist extrem stark. Der zweitbeste ist 14, wir sind da auf Nummer 1. Nahrungsüberschuss hat sich jetzt stabilisiert, wegen unserer tollen Stadt. Sind wir auf Platz 5. Bei den Soldaten sind wir nicht mehr die Letzten, auf Platz 8. Landgebiet Platz 5, Bevölkerung Platz 4 mit 2700. Ja, die bedeutendsten Städte. São Salvador ist die größte mit 13. Aber Quebec immerhin auch mit 11 Einwohnern schon ganz gut dabei. So sieht es aus mit den Gründervätern. Ja,
Das ist, glaube ich, nicht ganz so interessant. Okay, also zumindest die Unkenrufe, die ich übrigens bei jedem Let's Play kenne. Ach, schaut mal, hier sieht man sogar den Vulkanausbruch. Cool. Mir nie aufgefallen. Die Unkenrufe, die ich immer schon kenne am Anfang des Let's Plays, das Ganze wird schnell zu Ende sein und du bist bald tot oder so, haben sich mal wieder nicht bewahrheitet. Ich denke, wir sind einigermaßen gut dabei. Wir haben jetzt, glaube ich, eine ganz gute Struktur, was jetzt hier die Produktion betrifft. Zwischen Quebec und hier Montreal wird sich einiges tun. Wir haben erste Schulen gebaut, wo wir dann auch Bauern und Fischer und sowas alles ausbauen können, die wir dann in die anderen Städte schicken können. Das wird sehr hilfreich sein. Ja, dann haben wir hier mit Port-au-Prince eine Stadt, die bald sehr viel Wachstum erzeugen wird, was uns helfen wird. Und als nächstes werden wir hier noch eine Stadt gründen. Das steht für mich fest. So, das ist also der Stand der Dinge. Ich bin ganz optimistisch. Jetzt aber wirklich eine Staffelpause in gewohnter Weise. Also schaut in den Programmkalender, Link in jeder Videobeschreibung, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. In der Regel, falls ich keinen Urlaub habe, was selten ist, aber bald kommen wird, geht es in einer Woche weiter. Bis dann, macht's gut, euer Steinwall.